Freunde, endlich sind wir in Füssen angekommen. Wir waren jetzt von Koblenz nach Füssen 7 Stunden unterwegs. Klar, Hauptreisezeit, jede Menge Stau. Obwohl wir früh losgefahren sind, sind wir jetzt erst hier um, ja, ich weiß gar nicht, wie viel Uhr es ist. Ich meine 14 Uhr, 14:30 Uhr angekommen und haben die Räder gepackt und jetzt sind wir erstmal hier zum Lechfall gefahren. Ja, für uns geht es nicht die Via Claudia, sondern die romantische Straße entlang bis nach Würzburg. Und zwar logischerweise in umgekehrter Richtung von Füssen nach Würzburg. Wir versuchen dem schlechten Wetter ein bisschen zu entkommen. Naja, mal sehen, wie es wird und wie es läuft. Aber ich würde sagen, da es so spät ist, machen wir uns jetzt mal auf die Räder und alles Weitere dann von unterwegs. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit auf Tour geht. Bis später. Ja, jetzt haben wir mal ein etwas ruhigeres Plätzchen hier über dem Lech gefunden. Ja, wir sind jetzt erstmal auf der Suche nach dem ersten Radschild der romantischen Straße. Und als Beweis hinter mir ist mein Sohn. Hallo. Der ist auch dieses Mal mit von der Partie. Ja, wir haben gesagt, wir machen mal zusammen eine Radtour. Das hatten wir immer schon mal vor. Ja, und jetzt ist es endlich soweit. Ja, wie gesagt, wir machen uns jetzt erstmal hier aus dem Trubel raus, um Füssen, wahnsinniger Verkehr, hunderte von Motorradfahrern, extrem laut. Das wird uns jetzt natürlich nochmal begegnen an den Königsschlössern, aber da müssen wir halt jetzt dran vorbei. Dann würde ich sagen, auf geht's! Jetzt sind wir genau unterhalb der Königsschlösser oder besser gesagt vom Schloss Neuschwanstein. Haben auch mittlerweile das erste Schild gefunden von der romantischen Straße. Allerdings konnte ich da nicht filmen oder halten, weil es so viel Trubel hier ist. Das ist echt der pure Wahnsinn. Ja, die Königsschlösser, da fahren wir jetzt stur dran vorbei. Die haben wir schon gesehen. Von daher brauchen wir uns jetzt diese Menschenmassen da nicht nochmal antun. Ja, weiter geht's. Und hinter mir wird das Schloss Neuschwanstein immer kleiner und jetzt fahren wir in Richtung Bannwaldsee. Da habe ich bei der Via Claudia, da habe ich bei dem Bodensee-Königssee-Radweg, da habe ich da übernachtet. Das machen wir aber heute nicht, weil wir sind gerade erstmal 10 Kilometer unterwegs. Wie gesagt, sehr spät. Chris, wie viel Uhr haben wir? 14:48 Uhr. Oh, geht doch noch. 14:48 Uhr. Ja, ich hatte mir noch schnell ein Bikeline besorgt von der romantischen Straße. Allerdings geht der Bikeline nur bis Seite 34 und das komplette Stück von Füssen bis, Apfeldorf fehlt. Also wir müssen jetzt wirklich auf die Schilder gucken und ein bisschen Rätsel raten. Mal schauen. Aber ich denke mal, wir werden die Strecke schon finden. Und dann haben wir ein Bikeline ab Seite 34. Der würde ursprünglich bis Seite 39 gehen. Ja, ist ein Fehldruck, den ich da erwischt habe. Da sind auch Seiten durcheinander drin, obwohl es ein neues Buch ist. Also das war jetzt keine Glanzleistung von Bikeline. Jetzt wollte ich euch eigentlich die ganze Zeit mal so ein Schild von der romantischen Straße zeigen. Aber jedes Mal, wenn da ein Schild ist, sitzt da einer oder steht eine Gruppe Menschen vor. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Extrem drückend. Ich hoffe, wir bleiben von dem Gewitter verschont, was sie für heute Abend gemeldet haben. Hinter mir jetzt das erste Mal das Schild von der romantischen Straße. Quatsch, nicht das erste Mal. Das kam schon die ganze Zeit, habe ich ja eben erwähnt. Aber hier haben wir mal Zeit zum Filmen und ich konnte es euch mal zeigen. Hier sind wir natürlich auch auf dem Bodensee-Königssee-Radweg unterwegs. Und ja, wieder eine lustige, nette Geschichte gerade. Ein netter Herr hat angehalten und hat gefragt, ob ich nicht YouTube-Videos mache. Und der Dirk bin, ja, wieder mal erkannt worden. Ich freue mich da tierisch drüber und
Er hat mir gerade noch mal bestätigt, dass ihm meine Videos von der Via Claudia Augusta gefallen haben. Also ich würde sagen, das bestätigt einen und deswegen höre ich jetzt nicht auf zu filmen, sondern filme weiter und mache auch ein Filmchen von der romantischen Straße. Ja, für uns geht es jetzt weiter nach Trauchgau und was ich noch erwähnen wollte, wenn der nette Herr von eben das Video hier jetzt sieht von der romantischen Straße, dann schreibt mir doch bitte mal einen Kommentar unten drunter, würde mich riesig freuen. Ja, das ist natürlich schön, hier durch die Ortschaften zu fahren. Richtig klasse. Idylle pur. So, nach 23 brutalen 23 Kilometern machen wir hier mal ein Päuschen und lassen mal das erste Bier rein. Wird Zeit, ist drückend warm. Und ich hand durch. Ja, hier an dem schönen Platz wird jetzt Zeit. Jetzt habe ich mal Zeit, mich zu orientieren. Muss mal auf dem Handy gucken, auf der Karte. Wie gesagt, der Radweg, der führt jetzt wieder zurück. Das kann ein Fluss sein. Mal schauen, wie der nächste Ort heißt, wo wir hin müssen. Aber jetzt erstmal groß. Könnte kälter sein. Boah. Ja Leute, ich habe ja diesmal angekündigt, Entschuldigung, ich spucke beim Reden, ich habe ja diesmal angekündigt bei der Tour, ich werde das alles viel, viel relaxter angehen und nicht so durch die Gegend heizen. Und dieses kalte Fußbad, boah, ist das, tut das weh. Das gönne ich mir jetzt einfach mal. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für Hartgesottene. Geh rein, komm. Los, jetzt geh rein. Das dauert erst einen Moment, bis es richtig weh tut. Aber absolut geil, oder? Das geht. Oh, das ist so, ich finde das so genial. Gerade jetzt, wo es so drückend draußen ist. Das ist also... Sieht aber schon nicht mehr gut an, oder? Mein Vater ist ein Sadist. Hier 15 Kilometer vor Schongau geht schön den Berg ab. So kann man es rollen lassen. Jetzt geht auch mal ein bisschen der Wind. Und ja, wie gesagt, bei der drückenden Schwüle, sag ich mal, tut das wirklich gut. Holzschnitzerkunst auf der romantischen Straße. Oder besser gesagt, an der romantischen Straße. Aktuell fahren wir noch vor dem schlechten Wetter her. Vor uns ist ein bisschen heller. Ah ja, mal gespannt, wie es sich entwickelt.
Hier vor Schongau ging es jetzt nochmal ordentlich einen Berg hoch, aber schön durch den Wald. Und jetzt kommen auch die ersten Tropfen vom Himmel. Also es fängt leicht an zu nieseln. Ich hoffe, es geht noch ein bisschen durch den Wald. Puh. Ja, hier bei Peiding heißt es, glaube ich, da zieht jetzt ein ordentliches Unwetter auf und wir decken uns nochmal mit ein paar Getränken ein. Wer weiß, vielleicht müssen wir an der Bushaltestelle campieren. Man weiß ja nie und da will ich nicht mit trockenem Hals da stehen. Noch haben wir Glück mit dem Wetter. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Chiemsau. Wir haben jetzt 54 Kilometer gefahren. Ja, das ist natürlich keine Tagesleistung, aber wir wollten auch den ersten Tag schön ruhig angehen oder besser gesagt alle Tage schön ruhig fahren. Jetzt machen wir uns langsam aber sicher mal auf Suche nach einer Unterkunft, besser gesagt nach einem Zeltplatz und da werden wir uns dann was kochen und den Abend ausklingen lassen. Klingt romantisch, klingt auch sehr einfach, aber jetzt bin ich mal gespannt, ob wir einen Zeltplatz finden, der geeignet ist. Hinter mir auf den Schildern, da könnt ihr es erkennen, wir sind jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Also wir haben uns ein bisschen verfranst und sind von der romantischen Straße abgekommen. Aber da kann die romantische Straße scheinbar nichts für, sondern das liegt an unserer Navigation. Ja, wir sind jetzt auf der Via Claudia auf der romantischen Straße unterwegs und fahren jetzt in Richtung Chiemsau und Denklingen. Ja, dann mal weiter gutes Gelingen. Jetzt wird es langsam Zeit für einen Schlafplatz. So, jetzt sind wir wieder auf der Via Claudia unterwegs, die jetzt parallel mit der romantischen Straße führt. Aber es ist jetzt 7:30 und jetzt wird es Zeit, dass wir was finden. Also wir müssen jetzt irgendwo einen Fleck finden, wo wir uns in die Gebüsche hauen. Ja, hier eine schöne Sache. Hier kann man sich nochmal frisches Wasser holen. Prima, sowas ist natürlich richtig genial. Alle Flaschen aufgefüllt. Und jetzt will ich nur noch ein Bettchen zum Schlafen. Ja, ist hier überall wunderschön, aber wenn man auf der Suche nach dem Schlafplatz ist, dann hat man irgendwie nicht so die Muße, das zu genießen. Auch noch ein Punkt, den ich lernen muss. Jetzt haben wir 8 Uhr, noch 24 Minuten, sprich 8 Kilometer zum Ziel, Camping Landsberg am Lech. Und ich hoffe, der hat noch einen Platz für uns. Ja, wir hatten eben einen Platz gefunden zum Wildcampen, aber wir sind innerhalb von Sekunden aufgefressen worden von Stechmücken. Wir haben uns dann eingesprüht, dann ging es einigermaßen, aber da hätten wir die Nacht nicht überlebt. Wir wären aber blutleer gewesen. Ja, gefahren sind wir jetzt dann knapp 80 Kilometer und ganz ehrlich, das reicht auch für einen Tag und dann so spät gestartet, das muss man sich eigentlich nicht antun. So Leute, wir haben es jetzt endlich geschafft, wir sind auf dem Campingplatz, Camping Landsberg am Lech und da war ich ja schon mal auf der Via Claudia, als ich die gefahren bin und jetzt gehen wir direkt hoch zum Schnitzelhaus. Aufgebaut haben wir, geduscht haben wir noch nicht, das ist uns aber vollkommen egal. Wir gehen jetzt erstmal ein Schnitzel essen und lecker Bier trinken. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder zum Abschluss von dem heutigen Tag. Aktuell der schönste Moment vom Tag. Ja Leute, aktuell der schönste Moment, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, vom Tag. Zelt ist aufgebaut, jetzt sitzen wir hier beim Essen. Lecker Bierchen, lecker Schnitzel. Camping Landsberg am Lech, kann ich empfehlen. Absolut genial hier.
Und jetzt ist aber Schluss für heute. Wir sehen uns morgen wieder bei der zweiten Etappe von der romantischen Straße. Bis dann. Ciao.